Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Im brennenden Turm. Ja, mal gucken. Wir hier. Da geht's. Ja, da geht's gleich zu den. Da könnten wir eigentlich wieder in die Geistergestalt gehen. Weil diese brennenden Magier. Templer. Muss da sein, damit ich ihn in das zermalmende Gefängnis packen kann. Und du wirst mal hier eisig umarmt. Ganz doll lieb mit ganz viel Geld. Gut, der eine ist down. Das ist super. Also das ist... Ach, ich liebe das. Das ist eine ganz tolle... Fiese, aber tolle Fähigkeit. Die ich sehr gerne benutze. Mal gucken. Ich glaube, ich hatte Morrigan sie auch gegeben. Bin aber nicht ganz sicher. Oh, hier kommen wir auch weiter. Oh. Ah, das war die Etage. Genau. Ja, hier hatten wir ja auch... Na, so ganz hatten wir hier nicht alles. Einmal, was ich... Ah, hier kommen wir nicht durch. Okay. Ich bin erfreut. Das bezweifle ich. Ah, ich musste gerade einen Schluck Tee trinken. Ich habe ein leichtes Räuspern. Benötigt da ist wieder ein brennender... Ein brennender Hund. Noch mehr brennende Hunde. Oh Gott. Gut. Aber eigentlich müssten die genauso wie die Templer zu schaffen sein, denn letztlich sind die... Kannst du auch treffen? Oh, die ganze Zeit daneben, ey. So. Okay, die Geist... Ach, ich liebe den Geist. Der ist wirklich gut. Also, ich weiß, dass... Wie gesagt, viele Leute ja mit der Fate Probleme haben und auch hier mit den Fähigkeiten, die man da so zur Verfügung bekommen hat, die sind halt etwas limitiert. Das ist Absicht. Man soll dem Ganzen halt ein bisschen... Ne, es ist halt eine Herausforderung. Es ist ja auch für den Charakter eine Sache, wo er sich so ein bisschen beweisen muss. Mit wem sind wir denn jetzt im Kampf? Mit dem... Dieser Schlag. Irgendwas hat den... Ach, der hat... Super, wieso ist das denn noch im Cooldown jetzt? Weil wir nicht aus dem Kampf lang genug raus waren. Ich verstehe. Hier irgendwo da ist ein Medium. Da muss ich aber in den Kampf rein. Na komm, machen wir das mal auf den Templar. Der nervt, glaube ich, ein bisschen mehr als der Hund. Regeneration auf mich. Alles klar. Ja. Ich warte jetzt einen Moment. Ich möchte gerne das zermalmende Gefängnis haben. Und die kommen... Ah, jetzt kommt er. Okay. Da können wir auch eisige Umarmung machen. Funktioniert auch. Wenn wir ihn dann auch noch treffen... Ja, doch, wir haben ihn getroffen. Ja, passt. Alles klar. Ich spiele es ja, wie gesagt, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, nicht auf einem hohen, denn finde ich halt für ein Let's Play eher blöd. Ne, das habe ich ja schon mal das ein oder andere Mal erwähnt. Das zu hoher Schwierigkeitsgrad bei so einem Spiel... Also ich hatte das Mass Effect Let's Play, habe ich auf einem relativ, also auf dem nächsthöheren Schwierigkeitsgrad angefangen. Weil ich da wirklich das Problem hatte, nachdem ich Mass Effect 3 gespielt hatte, empfand ich die Schwierigkeit von Mass Effect 1 tatsächlich relativ niedrig. Aber normalerweise wähle ich das halt nicht, ne? so einen hohen Schwierigkeitsgrad. Oh, gespeichert. Ich bin erfreut. Ich glaube, ich gehe in den Geist. Ich muss den Zorn. Ja.
Ich gehe in die Geisterstalt und mach mal Eisium. Aber er brodelt. Er brennt. Ihr müsst sterben. Nein, 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 das muss ich nicht. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich tue jetzt einfach mal so. Als hätte ich gerade kein Problem. Ah, gut. Das hat funktioniert. Hau ihn kaputt. Dann ist der schon mal weg. Wir könnten jetzt wieder auf unseren Charakter umswitchen. Aber eigentlich geht's mit dem Geist. Der ist halt wirklich nicht schlecht. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, während ich das sage. Okay, wir gehen jetzt doch mal hier in. Ne? Ich bin erfreut. Es ist wirklich schade um dein Gesicht. Es ist schade um dein Gesicht? Oh, gut. Oh, haben wir eine böse Lache. Ja, komm, kannst du mal umfallen? Warum trifft der denn? Was machen wir denn jetzt? Der Zorn verblasst. Gut. Ich bin frei. Nehmt Ragos Kraft, setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume, andere Kräfte. Der einzige Weg. Jo. Wir brennen gerade nur. Ah, jetzt nicht mehr. Alles klar. So. Ja, die Feuergestalt. Mit der kommen wir jetzt nicht. Kommen wir mit der Feuergestalt jetzt? Kommen wir trotzdem noch nicht, ne? Das heißt aber, wir können jetzt zum Beispiel durch andere Gänge durchgehen, durch die wir vorher nicht konnten. Also ich. Hier zum Beispiel können wir jetzt durch. Einfach um. Das ist eine Geistertür? Ah, die habe ich glatt übersehen gehabt. Moment, Moment. Geistertüren. Genauso wird es geschehen. Haben wir mal so. Geistertür. Müssen wir dafür in der Geistergestalt sein? Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Es kann sein, dass wir dafür in der Geistergestalt sein müssen. Ja. Konstitutionsessenz. Klugheitessenz. Ach Gott, ja, es ist so super. Ja, stimmt, diese Geistertüren, die gibt es auch zwischendurch. Und durch die kann man nur in der Geistergestalt durch, genau. I remember. Alles klar, wir gehen nochmal in die Feuergestalt. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier kommen wir jetzt nicht durch, weil hier die massive Tür ist. Im Endeffekt. Hier ist ein Mauseloch. Damit kamen wir, glaube ich. Ich glaube, mit dem Mauseloch kommen wir dann wahrscheinlich. Das könnten wir jetzt mal ausprobieren, wo man mit dem Mauseloch hinkommt. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Obwohl, ne, hier sind wir hergekommen. Wir sind ja mit der Mausgestalt. Genau, von hier. Alles klar, ne. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Ja, ihr seht, man muss auch hin und her springen, weil man halt die verschiedenen Gestalten. Wie ihr wünscht. Jetzt haben wir auch die Gestalt, mit der wir zum Beispiel, also zum einen hier durchkommen, ne, was ja jetzt nicht weiter wichtig war. Aber wir haben auch die Gestalt, mit der wir in dem anderen Traum durchs Feuer kommen, was ja wichtig ist. So, und zwar, es war im Albtraum des Templers, meine ich. Und
Ich hoffe nämlich, dass wir jetzt da auch Alistair kriegen. Der müsste eigentlich hier irgendwie sein. Achso, nee, hier kommen wir ja jetzt erstmal nicht. Wir müssen ja in die Mausgestalt. Eins weiter. So, und jetzt sind wir aber hier. Und jetzt... Oh, ich sollte in die Feuergestalt gehen. Jetzt kommen wir nämlich hier durch. Tada. Easy peasy. Und hier ist sonst nichts. Können durch das Mauseloch und kommen dann hier weiter. Ja, also ist manchmal ein bisschen... Es ist halt manchmal ein bisschen ein Geduldsspiel hier in der Fate. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alle Sachen gleichzeitig. Mal, zermal, wenn das gefällt ist. Mal 3 Meter weg von dem. Ach, der ist schon down. Ist ja Pille-Palle. Gar nichts. Die Geschwindigkeit. Ja, und weg. Jo. Super. Und es ist wieder eine Geistertür hier. Durch die kommen wir ja nicht durch, aber durch die Geistertür kommen wir wieder durch. Also es ist, ja, wie man sieht, ich warte jetzt mal eben schnell außerhalb des Kampfes, bis sich das zermalmende Gefängnis wieder regeneriert hat. Also, wir sind jetzt hier. Die Geistertür führt wahrscheinlich hier auch wieder in einen Raum oder so. Ich hoffe mal, sie führt, Abklingzeit, 60 Sekunden. 60 Sekunden können verdammt lang sein. Vor allem in einem Kampf sind 60 Sekunden teilweise viel zu lang. Also das ist manchmal echt... So, jetzt aber. Und Dreckkampf. Deswegen ist das ganz gut. Ach so, jetzt sind wir hier unten, genau. So. Einmal das. Hier ist, war hier nicht noch eine? Doch, hier. Jetzt haben wir natürlich hier keine, kein zermalmendes Gefängnis mehr, was schade ist. Ich könnte... Wow, der ist nicht down. Ich habe gedacht, der wäre down. Aus der Geistgestalt raus. Die bringt gerade nichts aus. Wir machen mal den Gegner. In Ordnung. Sehr gut. Wie ihr wünscht. It worked. It worked. I'm so happy. Yes, yes, I'm so happy. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein Portal ins Nichts entdeckt. Das ist auch manchmal, ne? Manchmal ist es halt einfach nicht da. So, wir kommen hier jetzt nur durch, indem wir durch das Mauseloch da wieder gehen. Also das ist, da sind aber, glaube ich, ein arkaner Schrecken und ein schlurfender Toter. Das heißt, ich würde sagen, danach gehen wir in die Geistergestalt vielleicht. Gucken wir mal. Und ich glaube, nee, da... Keiner Schrecken kriegt vermeintes Gefängnis. Er hat widerstanden, verdammt. Er ist sowas wie wir, das ist das Problem. Es kann halt manchmal passieren, dass sie dem Ganzen widerstehen. Aber wir haben auch widerstanden, irgendeiner Sache. Halt dich mal. Ein bisschen. Autsch. Haben wir hier... Mal eisige Umarmung bitte auf den Unfall. Die Geistattacke ist halt das, was echt übel ist. Boah. Na, lass das. Heil dich mal.
Ausdauer mehr. Ich glaube, wir werden sterben. Wir sind nämlich... Ja. Alles klar, das war jetzt doof. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt gespeichert habe. Oh mein Gott. Vor dieser... Na gut. Okay, das ist machbar gewesen. Okay, wir gehen mal in unsere normale Gestalt. Genauso wird es geschehen. Ein bisschen besser. Und jetzt haben wir die beiden anderen auch gar nicht damit getrackt, was auch immer, angelockt. Wie auch immer das heißen mag, was wir damit getan haben. Attracted. Ich suchte gerade das passende Wort, falls ihr euch... Manchmal habe ich so ein Wort für mich. Okay, zwei Waffenstreich. Okay. Ja, wir sind halt... Da kann ich schon ziemlich gut mit. Ich bin erfreut. Okay, jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wie schaffen wir den da? Der arkane Schrecken ist so ein bisschen das Problem, wenn der sich in... wir sind noch nicht im Kampf, witzigerweise. Machen mal... auf den... Vielleicht das Zimmerngefängnis auf den... Ist der uns schon mal nicht im Weg? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Oh Gott, er ist immun? Das ist natürlich jetzt die Frage. Können wir jetzt hier mit dem überhaupt schon weitermachen? Autsch. Können wir hier weitermachen oder sind wir im Falschen? Das ist im Kampf nicht möglich. Ich habe es fast befürchtet. Machen wir das. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ah Gott, jetzt sind wir... Das macht der eisige Umarmung auf uns. Ich gehe nochmal in die Geisterform. Na, da hatten wir leider das Problem... Ja, der ist immun. Na, aber immun würde ich nicht sagen, weil er hat... tatsächlich Schaden genommen. Oh, Kacke. Aber der ist echt... aber wir müssen den eigentlich jetzt schon schaffen können. Bin mir ziemlich sicher. Die Frage ist, ob wir uns da durchschleichen können. Das wäre ja noch eine andere Sache. Kann's ja mal versuchen. Weil ich ja verstohlen bin, vielleicht klappt das. Ah, ich bin doch im Kampf. Mist. Sie haben mich nur nicht gesehen. Aber ich bin im Kampf. Alles klar. Ich bin jetzt mal in die Perspektive gegangen, weil ich sonst hier nicht richtig sehe. Quatsch. Da ist der arkane Schrecken. Ich pausiere mal gerade. Auf den machen wir das. Versuchen wir es nochmal so. Er hat Widerstand. Das ist schon mal kacke. Jetzt hat das die blöde Abklingzeit von einer Minute. Mal auf mich. Auch Widerstand. Der kann doch nicht allem widerstehen. Das ist doch doof. Wenn wir das auf den schlurfenden Toten machen, kommt der arkane Schrecken und greift uns an.
Aber vielleicht können wir den ja so attackieren. Das Gemeine ist, der hat halt so Sachen wie Kettenblitz und so, was wir alles nicht haben. Das ist das Ätzende. Schnell die Regeneration anstellen. Wir müssen den tatsächlich körperlich treffen. Weil er gegen die anderen Sachen immun zu sein scheint. Oder zumindest nicht. Schnell die Regeneration bevor. Oh Gott, das könnte schon wieder zu spät sein. Es könnte schon wieder vorbei sein. Ja. Ja, das wird wieder nicht klappen. Er hat hier auf uns Schwäche gemacht. Ja. Oh, wie doof. Aber dann mache ich zermalmendes Gefängnis. Okay, jetzt aber. Zermalmendes Gefängnis auf den schlurfenden Toten, damit der aus dem Weg ist. Und ja, würdest du das jetzt bitte auf den machen? So. Toll. Der trifft uns mit seinen Angriffen sowas von heftig. Du kannst ja hier auch nicht ausweichen, ne? Also Magieangriffen kannst du hier nicht ausweichen. Die kommen immer durch. Und das Einzige... Oh, ja, wie schön. Ich kann jetzt nur versuchen... Gürtellinie? Du könntest auch deine Waffen dafür benutzen. Was meinst du? Wenn er keine Chance hat, uns... Oh nein! Er darf halt nicht... Oh. Gott sei Dank. Ja. Das war jetzt... Puh. Quick save. Gucken wir mal. Mhm. Alles klar, ist das... Jetzt gehen wir mal in die Feuergestalt, bitte. Damit die... Da geh mal weiter. Lass dich mal hier bitte nicht... Und geh mal bitte schnell in die Geistergestalt. Und mach mal bitte... Einfach auf eine der beiden Abscheulichkeiten zermalmendes Gefängnis. Das. Und dann wechsel mal in deine normale Gestalt und mach den hier. Los, vergessen wir ein wenig Lohn! Obwohl. Ist die Frage, ob hier wieder Feuer ist. Bis Feuer wiederkommt? Nee, das ist nicht weiterhin. Nicht weiter hinter uns her. Hier ist wieder ein Arcana. Müssen wir das gleiche Spiel wieder machen? Wir haben nur leider... Oh Gott. Wir haben das zermalmende Gefängnis nicht. Oh Gott. Nein, das werden wir nicht schaffen. Nicht mit zwei schlurfenden Toten. Nein. Nein, keine Chance. Genauso wird es geschehen. Weil ich einfach keine Möglichkeit habe, das schnell in Ordnung zu kriegen. Hat und Schwäche. Ja, das kann man praktisch nicht gegenheilen. Das ist, wobei es nicht so schlimm ist wie dieser blöde. Jetzt geh mal hier hin. Mal den. Nicht sterben. Genau, jetzt. Aber selbstverständlich. Weil die können ja nicht den Abwehrkram schrecken. Das ist das ja echt nicht. Gott sei Dank war das nicht dieser Fluch. Den, ich hatte jetzt gedacht, das wäre dieser Fluch gewesen. Denn den kann man ja absolut nicht gegenheilen. So, die Quest ist aktualisiert. Ja.
Alistair ist irgendwo im Nichts. Genauso wird es geschehen. Mich, wenn ihr könnt. Okay. Noch ist das Spiel nicht beendet. Sterbliches Wesen. Okay. Ich hoffe. Oh, hat die quasi das Gleiche auf mich gewirkt? So ein bisschen, ne? Das fand die doof, offenbar. So, jetzt mal schnell. Oh Gott. Ich habe schneller den Wundumschlag eingeworfen, als ich zu dieser Lyriumader gelaufen bin. Falls ihr euch fragt, was... Nein! Nein! Lass das! Du blöde Kuh! Los, vergiss nicht! Ein wenig zu! Okay, und jetzt mal einen richtigen Wundumschlag. Mach mal das. Und das. Und... Du wirst diesen Ort niemals verlassen. Doch. Definitiv, werde ich. Ich habe zu wenig Ausdauer, das ist mein Problem. Ich bin durch die blöde Schwäche. Aber die normalen... Warum musste es nur so weit kommen? Rein theoretisch, wenn ich das treffen würde. Essenz der Klugheit. Genauso wird es geschehen. Bringe die Dämonen zur Strecke. Ja. Okay. Dann gehen wir mal in den Magierbrecher. Meine Herren. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, hier sind mehrere Mauselöcher. Mal die Karte aufrufen. Da ist ein Mauseloch. Ich gehe mal zuerst durch dieses Mauseloch. Holen uns die nächste Essenz. Yeah. Das ist nämlich wirklich, wirklich wichtig, dass wir das alles kriegen. Das sind ja auch Sachen, wenn wir die machen. Also ich, wie gesagt, ich frage mich immer, wenn Leute die Fate mit der Mod skippen, ob sie dann... Dieser Lärm macht mich noch wahnsinnig. Unternehmt endlich etwas! Oh, stopft euch doch etwas Wolle in die Ohren. Alles klar. Machen wir mal ganz schnell. Habe genug von diesem Kram. Geheimnis Gefängnis. Und dem. Oh! Werfen wir mal ganz schnell ein bisschen Eis an den Kopf. Hat er jetzt ernsthaft auf mich noch den Fluch? Nein, den hat er nicht auf mich gesprochen. Das ist gut. Und den kann ich jetzt nämlich... Mal keine Haltung. Hat den Fluch nicht auf mich gesprochen, ne? Nein. Gott sei Dank. Das war jetzt... Da habe ich gedacht, so, upsi, das könnte knapp werden. Weil dieser Fluch schon immer ziemlich doof ist. Weil der macht nämlich... Dieser Fluch der Verwundbarkeit, der zieht einem echt Gesundheit ab. Ja, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil das ist ja noch was länger. Ne? Wie gesagt, die Fate zieht sich etwas. Aber uns fehlt ja noch die vierte Gestalt. Wir brauchen ja noch die Gestalt, mit der wir durch Türen kommen, die man sonst nur, die man nur aufbrechen kann. Kleiner Hinweis, ne? Was für eine Gestalt könnte das sein? Und ja, dann gucken wir mal, weil wir müssen ja unsere Gefährten befreien, die auch hier irgendwo in der Fate rumspuken und hier gefangen sind in ihren Albträumen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.